Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Airsoft-Sofa. Wir machen heute für euch wieder ein weiteres Review mit freundlicher Unterstützung natürlich von Begadi. Und ob das was taugt, was ich euch gleich zeige, da würde ich sagen, ja, dann bleibt am besten, ja, dann bleibt am besten bei uns dran. Wir alle nix an! Danke! Friede! Beginnen wir wie immer mit dem Lieferumfang von dem Teil. Also, kommen tut die Waffe in diesem doch ja, sehr schick gemachten Köfferchen. Dieses Köfferchen ist natürlich auch schön abschließbar. Hier ist eine Öse dran, da kann ich einen Vorhängeschloss machen oder sonst was. Doch können das jeweils sehr gut miteinander ausschließen. Und so. Aber wie gesagt, gucken wir mal rein in das gute Stück. Also wie gesagt, sie ist sehr schön gebettet im Schaumstoff. Aber was ist dabei? Also wir haben zum einen mal eine Bedienungsanleitung. Dann lege ich mal kurz auf Seite. Also die Bedienungsanleitung ist schön bebildert. Und sind auch ein paar Geschichten drin, was es noch so gibt von dem Hersteller. Wie was funktioniert. Ja, finde ich relativ ansprechend gemacht. Ist jetzt nicht so schwarz-weiß 0815 gedöns, sondern wirklich auch ein bisschen detailliert bebildert. Und wir haben hier auf der Rückseite noch eine Explosionszeichnung mit Teilenummern. Also wenn man Ersatzteil braucht, könnt ihr das jederzeit bei Begadi ordern. So, dann haben wir noch ein Mikrofaser, ein Reinigungstuch dabei. Warum auch immer, für die Schutzbrille oder was, ich weiß es nicht. Ja, ist aber auf jeden Fall eine nette Idee. Und natürlich, dann haben wir die Waffe selber. Und das Magazin natürlich. Gut. Ja, ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter und springen direkt über in die Verarbeitung von dem guten Teil. So, also das Magazin legen wir mal kurz auf Seite. Wir fangen mal zuerst mit der Waffe an für sich an und dafür gehen wir wie immer mal kurz in die etwas näheren Aufnahmen, denke ich. Ist, glaube ich, gescheiter. Gut. Schauen wir uns nun die Verarbeitung von der Pistole an. Also wir haben ein Chrom-Finish mit Echtholz-Griffschalen. Also das spiegelt auch relativ krass im Sonnenlicht oder im normalen an für sich im Licht. Ja, wie gesagt, also was haben wir alles verbaut? Also wie gesagt, wir haben den kompletten Upper Receiver hier aus einem, ja, was wird das sein, Aluminium, Druckguss wird das sein, natürlich verchromt. Ne? Hier kann man jetzt zum Beispiel die Scheinwerfer relativ gut spiegeln sehen. Wir haben den kompletten Lower Receiver ebenfalls aus, oh, jetzt hat die Kamera gewackelt, aus Aluminium gefertigt. Wir haben den kompletten Trigger Guard ebenfalls aus Metall gefertigt. Wir haben alle Bedienelemente, was Regel, was wichtig sind, ebenfalls aus Metall gefertigt. Und ja, dann gehen wir nochmal ein bisschen auf die spezifischen Einheiten ein von der M9. Also wir haben hier die Sicherung. Ist das rote Pünktchen nicht zu sehen, so ist sie gesichert und es wird sich kein Schuss lösen. Ist das rote Pünkt zu sehen, ist er feuerbereit und ich kann ganz normal abdrücken. Genau. Dann haben wir den Schlittenfang, den probieren wir gleich nochmal. Wir haben hier einen Double-Action-Abzug, das heißt,
Ich kann den Abzug auch per Hand drücken und dann so abziehen oder per Triggerfinger ebenfalls die Waffe ganz normal abschlagen. Wir haben eine Leuchtvisierung. Also sie leuchtet leicht rötlich in leichter Dämmerung. In völliger Dunkelheit ist er allerdings eher schlecht als recht in unseren Augen. Genau. Dann haben wir unten nochmal eine Öse zum Anbringen von einem Lanyard, heißt das, glaube ich. Und ja, dann kommen wir jetzt noch zum Magazin. Das Magazin ist ebenfalls auch in dieser Chromoptik gehalten, ist auch komplett aus Metall gefertigt und ja, ist auf jeden Fall bei uns jetzt erstmal dicht. Tut auf jeden Fall seinen Dienst. So, dann kommen wir mal zum Schießen von dem guten Stück. Wir haben jetzt natürlich keine Kugel im Lauf, ist ja natürlich logisch, aber ich möchte es euch trotzdem mal demonstrieren, wie die Waffe abschlägt. Der Schlittenfang, wie ihr seht, fast einwandfrei. Also wie gesagt, da kann ich wackeln oder sonst was. Da tut sich nichts, dass die sich von alleine entspannt. Gut, dann laden wir einmal durch. Und ich muss sagen, sie kickt ordentlich. Im Vergleich zu einer CO2 natürlich ein bisschen seichter, aber nichtsdestotrotz, sie kickt ordentlich und macht auch ordentlich Spaß. Und ich kann relativ viel Gasladungen verschießen mit einem Magazin. Also mit einem Magazin haben wir knapp drei, also mit einer Gasladung Magazin haben wir knapp drei Mal die kompletten Schuss rausgehauen. Und hier passen, ja, lasst mich jetzt lügen, ja, ich würde jetzt schon mal setzen, 24 Schuss rein. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber da passen 24 Schuss rein. Gut. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, die Waffe auch zu zerlegen, und zwar durch den M9 typischen Zerlegepin. Dazu einfach hier hinten das Knöpfchen drücken. Na, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Den Knöpfchen drücken und dann kann ich hier die Sache anschauen und dann merkt man schon, wie sich der aber vom Lower löst. Wenn wir es gleich mal offen haben, sprechen wir gleich die Internals an. Also wir gehen nochmal ein bisschen näher ran. Das Innere, Kunststoffnozzle, wie gehabt, normales Einstellrädchen für das Hop-Up-System, was ihr jetzt hier sehen könnt. Ich lege mal den Lower auf Seite, also hier sehen könnt. Eine relativ leichte Schließfeder, die könnte man eventuell noch austauschen. KWC-Teile oder KJW-Teile sind meiner Meinung nach passend. Also die könnt ihr verwenden, die sind möglich dazu. Der komplette Käfig hier hinten ist aus Metall gefertigt, was die Nozzelführung beinhaltet und so weiter und so fort. Dann haben wir natürlich hier noch unseren Außenlauf, der ist ebenfalls aus Metall gefertigt und der Innenlauf ist ein 6,08 Lauf. Aber man muss immer überlegen, es ist eine Backup. Ich ziehe sie, wenn ich auf 20 Meter, 15 Meter, 10 Meter schießen will und ich weiß nicht, dafür müsste das auf jeden Fall ausreichend sein. Gut, dann gehen wir noch schnell auf den Lower ein. Der Lower Receiver, ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist, glaube ich, eine KJW-Produktion, also ein Klon. Und alles, was ihr hier jetzt in Schwarz seht, ist aus Aluminium oder Zinkdruckguss gefertigt. Es sind keine Kunststoffteile in der Abzugsmechanik verbaut. Es ist alles aus Metall gefertigt. Und sollte da auf jeden Fall lange auch ihren Dienst tun. Gut, dann bauen wir sie mal fix wieder zusammen. Und ja, also einmal nach hinten halten, Pin nehmen, nach vorne drücken, zack, fertig. Und die Waffe ist wieder einsatzbereit. Vom Hersteller wird angegeben, wir haben 1,1 Joule. Das schauen wir uns natürlich jetzt mal kurz an. Dazu den Chronotest. Bitteschön.
haben wir den Chronotest auch durch. Ja, die Werte sind, denke ich, passend, auf jeden Fall und auch zufriedenstellend. So, zu guter Letzt sprechen wir jetzt noch schnell die Markings an. Wir haben, wie ihr seht, hier vorne das Bugatti Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck und die Tippelbezeichnung, also in dem Fall SR92. Und ja, sonst habe ich eigentlich keinerlei Markings, wie ihr seht. Also da ist nichts weiter drauf, es ist bloß die Inverter-Markings und unser F. Und ja, dann haben wir das auch schon durch. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der Verarbeitung auch sozusagen fertig. Fehlt noch das Fazit. So, haben wir nun den technischen Part und auch den Chrono durch. Kommen wir nun zum Fazit. Also das Fazit von der Waffe, ja, sie ist grundsolide, das ist große Frage. Also sie tut ihren Test, was sie tun soll. Auch von den Internals finde ich, ist sie auch in Ordnung. Wie gesagt, das Einzigste, wo wir jetzt oder wo ich jetzt zum Beispiel kritisieren würde, wäre zum Beispiel diese Passgenauigkeit. Ich habe es vorhin mal kurz in der Verarbeitung angesprochen, betrifft jetzt wie gesagt den Schlitten, ne? Weil wie gesagt, dieses Wackeln hier oben, ja, ist schon, man hört es zum Beispiel auch, wenn man jetzt die Waffe mal ein bisschen schüttelt, es ist eine Geräuschentwicklung da. Ich weiß es nicht, wie es jetzt zum Beispiel von KWA, von TM, von WE ist oder sowas. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das da ist, ob das auch klappert. Ich habe jetzt leider kein Vergleichsmodell da, um das in irgendeiner Art und Weise nachzuvollziehen. Bitte verzeiht es mir. Wenn es jetzt, wie gesagt, Reklamationspunkt ist, wo ich jetzt von mir aus sage, das ist bei den anderen auch so, dann ist es keiner. Ne? Also kann man in der Hinsicht so sehen. Was natürlich schön ist, sind die Echtholzgriffschalen. Da ist auf jeden Fall viel Wert auf Detail gelegt worden. Man hätte das auch Kunststoff machen können, aber nein, hier ist Echtholz verbaut. An für sich, das Finish ist was Besonderes, das was nicht jeder hat. Und auch die Haptik ist relativ schön. Also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen in der Hinsicht. Genau. Gut, wie gesagt, technisch ist er, ja, ist eine GBP-Pistole, ist er ganz normal auf den Zahn der Zeit, sage ich jetzt mal. Und ja, natürlich ist immer Luft nach oben. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe mich gefreut, die euch hier vorstellen zu dürfen. Und ja, lasst euch nun in euer wohlverdientes Wochenende, unter der Woche, wann auch immer ihr das guckt. Und wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag noch und verabschiede mich mit den Worten, euer Heubi FV. Ciao.